Servus Leute, hier ist wieder euer Sauerkraut Simunda von GP und heute geht's weiter mit einem Forza-Video. Und zwar geht's um einen Forza-Turn, um einen neuen. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie sind es zu faul zum Übersetzen und es ist immer Englisch. Und ja, heute in dem Video werde ich einmal erklären, wie es das alles zusammenkriegt. Also, diesen perform 10 Crash Landing Skills to win 3 Wheel Spins. So, das ist ganz einfach eigentlich. Wenn ich es jetzt finde. Fuck, wo waren denn die? Da sind sie. Diese Bananenplantagen. Da teleportiert sich einmal hin. Und da müsst ihr es springen und während dem Sprung was crashen. Warte mal, wo ist denn das Stück? Ist das die da sogar? Da rauf? Nein, glaube ich nicht. Da gibt es irgendwo ein Stück, da hebt man viel an und crasht dann viel ins Feld rein. Ich muss selber gerade suchen. Ich glaube da oben irgendwie ist. Ah, da ist. Da ist, da ist, da ist, da ist. Hä? Verpissen Sie sich hier. Ja, da, da kann es sein, ja, ja, ja. Fuck, wieso fahre ich da zurück? Da oben oder da rauf? Wart. Ich check jetzt noch, ob das geht. Ja, ich glaube, wenn man das richtige Auto hat, dann geht das schon. Ja, da ist es dann aus, ja. Ja, da ist es. Also. Warte, ich zeig dich auf der Karte. Na. Da so. Von dem Feld in. Na, warte. Da oben müssen wir. Von dem großen in das kleine, glaube ich. Schau. Schauen wir nochmal, ob es funktioniert, ob ich einen hinkrieg. So ungefähr, ja. Bruchlandung, glaube ich, heißt das bei uns, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Jedenfalls so springen. Da bei der Location geht das ganz gut. So. Dann kommen wir zum nächsten. Warte mal, was ist das nächste? 6 Trashman Skills. Diese macht man am besten in der Stadt und zwar wo ist denn die Location? Da ist so ein so roter Weg, da glaube ich. Da glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Da, ich meine, es stehen in der Stadt generell überall Mülltonnen umeinander. Also es wird das einfach nur nieder. Ganz easy. Eigentlich. Und bei uns in Deutschland heißt es Müllmann. Also es ist alles wortwörtlich. Ja, siehst du, das sieht man es gleich. Fährt es einfach nieder. Aha. Vorführeffekt, eh klar. Da, Müllmann. Mit ein bisschen mehr Schwung müsst ihr niederfahren. Und das macht es eben 6-mal. Und dann habt ihr das. Fuck, wo gehe ich hin? Wo gehe ich denn hin? So, dann haben wir die 35.000 XP. Dann Mission 3 Two Wheel Skills machen. Die macht man am besten ne, am Flughafen. Da in der Nähe von dem Auto treffen. Warte, zack. Ah! Daher. Zu dies da teleportiert sich hin oder fährt sie hin, je nachdem, weil ich habe sie ja jetzt gratis jetzt teleportieren schon, weil ich alle Schüler gefunden habe. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, aber vielleicht einmal im Map genau angehen soll, dass ihr wisst, wo die Schüler immer alle sind, dass ihr nicht Schatzkarten kaufen müsst.
Ah ja, und wie man im Hintergrund sieht, ich habe ein RWP-Design gemacht. Ich meine, es ist noch nicht ganz fertig. Und so, da sieht man eben so eine Rampe. Okay, gut. Das war karg, hä? Es müsste so schräg drauf fahren. Genauso. Genauso wie ich es jetzt gemacht habe, so schräg. Jetzt rahmen wir mal die Paletten da weg, das stören. Weg damit! Ich stelle euch da zu dem Hügel hin. Fort! Ah, jetzt haben wir es nicht gekriegt. Na, Bruchlandung ist doch nicht das mit dem Crashen. Jetzt habe ich es auch gekriegt. Obwohl. Ja, fix! Das Bruchlandung da. Also das beim ersten, das könntest du auch machen. Komm jetzt. Alter, wieso krieg ich es nicht? Vorher habe ich das alles getestet. Und geschaut. Alter, und jetzt krieg ich es nicht hin. Na, schon wieder nicht. Jetzt probiere ich das. Aber Bruchlandung heißt das fix. Komm jetzt aber. Sprung. Alter! Wenn ich das jetzt nicht hinkriege, ich will das hinkriegen. Nein, ich glaube, der Por ja, da, fahren auf zwei Rädern. Nice! Das müsst ihr dreimal machen, oder? Glaube ich. Was ich so weiß. Ja, dreimal, dann kriegt es 80.000 Credits. Und jetzt das letzte. Perform an Airborne Pass Skill to win the Porsche 918 Spider. Da geht's ihr zu dem Rennen. Teleportiert sich hin. Das hab ich halt, finde ich halt, am besten geht. Und ihr müsst durch ein Checkpoint durchspringen. Aber da wird es jetzt nicht das ganze Rennen sehen, das wird jetzt zusammenschneiden. Also, ich werde es noch starten und dann werde ich einen Cut machen. Also Fanrennen und dann fahrt es gleich mit diesen Offroad-Dings und nehmt es, weiß ich nicht, irgendeinen. Scheißegal. Könnt sogar den nehmen, den Penhal. Ja, obwohl, ich glaube, ich nehme den sogar. Scheiß drauf. Nehmen wir den. Und dann sehen wir uns später. So, gut, also da ist der Cut. Ich hab's jetzt da nicht zusammengebracht, ich werde jetzt einfach mit da einen stärkeren fahren, dann getunt, ne? Ich glaube, mit serienmäßigen geht das nicht ganz. Ich hab geschaut, dass ich sie krieg. Und ich glaube, nur durchspringen durch so ein Dings, durch so ein zwei Fahnen, glaube ich, ist auch nicht. Ich glaube, da muss man so in der Luft driften oder irgendwie so. Okay. Keine Ahnung, ich muss schauen. Jetzt wird es vielleicht Zeitraffer oder auch vielleicht der Cut dort hin. Mal schauen. So, also da hat man es jetzt gesehen. Es heißt überholen in der Luft. Kann ich euch sagen. Im Deutschen. Habe ich jetzt auch gerade selber herausgefunden. Weil ich hab's nie hinbracht gescheit. Oder generell was das heißen sollte. Aber es heißt überholen in der Luft. Also es müsst springen und gleichzeitig müsst ihr dann überholen. Wie man eben bei mir sieht. Ich werde jetzt nochmal zurückspulen und dann wird es euch nochmal ausschauen können. Ja, und wie gesagt,
Das war's für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Channel. Bis zum nächsten Mal. Ciao!